Also wirklich. Es kann einem wahrlich etwas Blöderes passieren, als ein Maschinenbau- und Mechatronikstudium auf Standby schalten zu müssen, weil man so wie Bernhard Adler mit seinem Startup ECOP Technologies schon mehr Erfolg hat als so mancher Gründer mit Diplomzeugnis. Und einem Unternehmen wiederum kann wahrlich Unangenehmeres widerfahren, mehr Auszeichnungen und Preise einzuheimsen als so manches andere Startup Kunden hat. Den VIE Energy Globe 2010 und den DAFNE Umwelttechnologiepreis in Gold 2016 und den Innovationspreis des Landes Oberösterreich sowie den Merkur Innovationspreis 2016 in der Kategorie Green Economy. Nicht zu vergessen den Ökoumweltpreis 2017 zum Beispiel. Aber so ein Höhenflug braucht einen ja angesichts eines Gründers namens Adler nicht zu wundern. Genauso wenig wie ein zu wundern braucht, dass es dermaßen rund bei einem Produkt geht. Wie es ECOP entwickelt hat, handelt es sich doch um eine mehrfach patentierte neue Rotationswärmepumpe, die konventionelle Pumpen im harten industriellen Einsatz mit rund 70% Effizienz plus aussticht. ECOP Technologies. Dafür gibt's einen Edison, der oberösterreichische Ideenwettbewerb für kreative Technologie und innovativ orientierte Unternehmerinnen und Unternehmer.